ich noch ein kurzes Zeugnis erzählen. Und zwar, wie wir alle das mitbekommen hatten, war dieses Jahr ja Corona. Und ich war dieses Jahr ich bin dieses Jahr fertig geworden mit meinem Abitur. Und ich dachte mir so, ja, das sind zwar nicht die Pläne, die ich habe, aber Gott hat mir jetzt einfach Zeit und Ruhe gegeben. Aber anstatt, dass ich wirklich zur Ruhe gekommen bin, war ich irgendwie wieder so getrieben durch andere Dinge und es war immer irgendwas noch zu machen, und sei es in der Gemeinde, sei es zu Hause oder irgendwas war immer wichtig. Und abends habe ich dann so meine stille Zeit gemacht, aber ich habe einfach gespürt, ich war nicht ruhig, meine Seele war nicht ruhig, sondern ich hatte irgendwo immer meinen Kopf woanders und immer irgendwo war ich noch mit Gedanken anders. Und dann saß ich eines Abends in meinem Zimmer und ich habe das Lied gehört, das wir heute singen wollen, und mir wurde so bewusst, dass diese Welt, wo wir sind, das ist nicht unser Zuhause und wir sind hier nur Verwalter und wir sind nicht, diese Sorgen, die ich in diesem Moment hatte, die sind so unwichtig vor Gott. Es gibt so viel Wichtigeres, weil mir ist bewusst geworden, da habe ich mein eigenes Gewissen auch verklagt, wie oft hatte ich für mein Abitur vorher gebetet oder für einen Studienplatz oder ja, einfach für die berufliche Laufbahn, aber wie oft konnte ich nicht beten für meine Geschwister, die so fernab von der Ewigkeit sind, und wie oft hatte ich nicht diese Kraft für sie zu beten, und das hat mir so selbst im Herzen wehgetan. Und das andere, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat, ist, die Ewigkeit, die können wir heute schon verspüren. Ein Stück können wir heute schon hier vor Gott haben, wenn wir ruhig werden, wenn wir wirklich seine Gegenwart genießen und seine Herrlichkeit sehen. Und darum geht es auch im Lied. Da heißt es nämlich, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Tag. Bis ich den Lauf verlor.
Tragen, bis ich dir gehe.